Ja, hallo und willkommen zurück zu Let's Play das Haus. Das ist Part 7. Und es gab bereits konstruktive Kritik. Und zwar wurde mir gesagt, dass die verstellten Stimmen nicht so der Hit sind. Und deswegen werde ich das einfach lassen und werde es in Zukunft mehr so behandeln wie einen tatsächlichen Livestream. Also das Ganze ein bisschen normaler machen. Ja, hier haben wir das letzte Mal aufgehört. In diesem Raum voller Ritterrüstungen. Und jetzt gucken wir endlich, was hinter dieser leicht angedeuteten Tür hier ist. Oha, hier fehlt das Fenster. Ich kann leider nicht so gut den Garten sehen, es ist zu neblig von hier oben. Aha, okay, es ist keine Tür, es ist ein Fenster. Okay. Eine Ritterrüstung. Noch eine Ritterrüstung, okay. Ja, soll ich jetzt den geheim versteckten Schalter an der Ritterrüstung finden, oder was? Eine Ritterrüstung. Heiltrank gefunden, sehr schön. Immerhin. Ja. Ah, klar. Die letzte. Ach so. Die komplette Rüstung ist zerschellt. Ah ja. Ah, bla bla bla. Okay. Ist die jetzt in den Garten gefallen? Oder wie? Hier ist nichts drin. Hier ist auch nichts drin. Okay, gehen wir nachgucken. Ja, ich weiß jetzt auch gerade gar nicht mehr, ob wir schon alle Räume abgeklappert haben. Genau. Genau. Oh nein. Ob wir alle Räume abgeklappert haben, die mit den Schlüsseln, die wir im Moment haben, möglich sind. Ich hoffe es sehr. Ich habe absolut keine Lust darauf, irgendwo was übersehen oder vergessen zu haben, nur um dann jetzt nochmal das ganze Haus absuchen zu müssen. Nee, da habe ich absolut keine Lust zu. Absolut keine. Überall Blut, Matsch, zerfetzte und zermatschte Zombie-Reste. Ja, so, okay, welche Tür war es? Mitte oder oben? Probiere ich zuerst oben. So ein unglaublicher. Verdammt. Okay. Ja, ist ein unglaublich übersichtliches Haus. Das Ganze ist super toll. Na gut. Und noch mehr Zombie-Matsch. Überall. So. Oh nein, Schlüssel. In der Rüstung steckt ein Schlüssel. Ah ja. Moment. Das Zeichen, daran kann ich mich aber erinnern. Das war. Boah, wo war die Tür? In einem ganz speziellen Raum. Aber wie kamen wir da hin? War hier nicht ein Computer, der noch am Arbeiten war oder so? Gucken wir mal, ob der inzwischen fertig ist. Da ist eine Störung überwachen müssen. Er checkt dann. Updates. Das ist bestimmt so ein Windows-PC und er muss jetzt Updates installieren, weil er die ganze Zeit offline war und das dauert jetzt erstmal so bis zum Ende des Spiels. Ja, ich glaube, das war hinter dem großen Raum mit den ganzen Leichen. Das war nicht hier. Hier ist auf der anderen Seite. Okay. An den wunderbar platzierten Pflanzen vorbei. An dem Engel des Friedens vorbei. Dem Friedensengel. Noch mehr Zombie-Matsch. Tote Leitung. Ich hoffe, dass dann auch mal langsam irgendetwas Story-ähnliches passiert. Denn immer nur von Raum zu Raum zu rennen ist wirklich arg langweilig. Also wirklich. Leider sehr, sehr langweilig im Moment.
Dabei muss das ja nicht so sein. Spiele wie Metroid und Co. zeigen uns ja, dass es auch richtig, richtig spaßig sein kann, back zu tracken, also Backtracking zu betreiben. Auch ohne zu intensive Story. So, ich hoffe, das war hier oben. Ich hoffe es wirklich sehr. Ich bin wieder komplett falsch gelaufen. Aus wie ein lebloser Mensch. So. Der Schlüssel lässt sich drehen, aber da scheinen noch zusätzliche Bolzen in der Tür zu sein. Irgendwo müssen Schalter oder Hebel oder sowas sein, um die Bolzen zu entriegeln. Der Mechanismus zum Entriegeln muss nicht mal hier sein. Das kann ja von überall aus eingebaut worden. Oh. Oh nein. Oh nein. Oh, das ist nicht wahr, oder? Oh, bitte nicht. Puh. Mein erster Gedanke ist jetzt, dass genau das in dem komischen Rechner da drüben gerade passiert. Ich hoffe es. Ich hoffe es wirklich sehr. Wenn es jetzt irgendwie in irgendeiner Ritterrüstung oder so steckt, dann... Oh. Ungewohnt großer Schrank. Ungewohnt große Schränke. Entschuldigung, ey. Ungewohnt große Schränke. Nee, also ich werde jetzt nicht einfach... Ja, ich gehe zum Computer und hoffe einfach, dass der Computer dafür zuständig ist, diese blöde Tür noch zu entriegeln. Zusätzlich. Aber dahinter muss aber jetzt wirklich was sein. Also da muss einfach... Das geht nicht anders. Da muss irgendwas sein. Also sonst, ne? So, hier rüber. Ah, so allmählich, glaube ich, bekomme ich einen groben Überblick über das Haus. Ja. Aber irgendwie oben. Ja, klar. Genau, da rechts war das mit den vielen... So, hier war das. Jawohl. Okay, jetzt heißt es Daumen drücken. Oh, bitte, bitte, bitte. Es kommt gar keine Passwortabfrage. Vermutlich, weil der Computer einen Stromausfall hatte. Ich sehe das Abbild eines Schlossmechanismus. Es blinkt rot. Soll ich auf Ausdrücken? Ja, nun blinkt es grün. Oh. Sehr schön. Sehr schön. Endlich wird mal was flüssig. Wunderbar. Okay. Was war das? Und das Video ist schon wieder fast vorbei. Aber das muss jetzt noch sein. Da müssen wir jetzt hin. Da müssen wir jetzt einfach hin. Ja, es ist extrem warm heute. Das macht auf meinem Rechner leider etwas zu schaffen. Ich hoffe, das äußert sich nicht zu stark in der Aufnahme. Das wäre doof. Okay, so. Hat sich jetzt der Übergang geändert? Von ich weiß nicht was zu diesem Kästchen zu Kästchen auf? Ich weiß es nicht. Ist auch vollkommen egal. So, okay. Genau, hier noch durch. Ja, komm, eine Minute haben wir noch. Rein. Wer bist du? Monster. Ich bin das Produkt eines nicht geglückten Experiments. Einige Wissenschaftler gehörte dieses Haus und sie forschten nach einem Heilmittel gegen alle Krankheiten. Es entstand aber aus den verschiedensten Pflanzen und Versuchen einen Krankheitserreger, der sich nicht bekämpfen lässt. Krankheit? Guck dich doch mal an, du bist ein Monster! Das ist nur eine Nebenwirkung. Der Wirt, der vom Virus befallen wurde, mutierte etwas. Aber das ist doch gut, so schenken uns die Wissenschaftler. Oh nein! Oh, ist nicht wahr. Ich meine, geht es noch klischeehafter? Geht es noch mehr in die Fresse Resident Evil Abklatsch? Was hast du mit Jennifer und John gemacht? Tja, was hat er mit Jennifer und John gemacht? Das erfahrt ihr erst im nächsten Part. Bis dann!